Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Mond-Merkur-Konjunktion. Man spricht bereits sehr viel über das Thema Machenschaften, Manipulation, Lüge, Geheimdienstarbeiten etc. Also das heißt, das erkenne ich aus dieser Konjunktion Mond-Merkur bzw. auch Venus in den Zwillingen. Hier wird sehr, sehr viel besprochen. Die Venus steht als Herrscherin des 10. Hauses und auch als Herrscherin des 3. Hauses. Und wir haben obendrein noch Spitze 3. Haus auf Krebsgraden von 37 bis 10 Grad 8 Grad 28. Also eindeutig eine Auswirkung auf die Bevölkerung, genauso wie auch aus dem fernen Ausland große Auswirkungen auf die Bevölkerung sind. Wie gesagt, auch Mars, Herrscher des 4. Hauses, im 9. Haus, im Schützen. Ich berichtige im Widder, das heißt sehr impulsiv, sehr wütend, sehr zornig. Der Mars allerdings auf Steinbockgraden. Da ist er dann, naja, doppelt stark gestellt, weil auf Steinbockgraden steht er in der Erhöhung. Hier steht er im Domizil. Also sehr spannend, kann sehr interessant werden. Und wir sehen auch hier, ja, wir sehen auch hier über das Septil große, große Emotionen innerhalb der Bevölkerung, ja. Also hier haben wir doch sehr, sehr starke Aktivitäten, die im Zusammenhang, wenn ich jetzt die andere Interpretation zur Seite lasse, also mit fernen Ausland und verbündeten Staaten, dann steht hier 11. Haus auch für Gruppen. Ja. Es kann aber auch heißen, dass das 11. Haus für die Schergen steht. Und das Septil zwischen Bevölkerung und Schergen kann natürlich auch großen Stress bedeuten, weil sie sind die Schergen im 10. Haus. Das heißt, sie wähnen sich im Recht, aber über Mond sehen wir auch das Unrecht gleichzeitig. Sie glauben im Recht zu sein, 10. Haus. 12. Haus ist aber die Lüge, der Betrug. Und deswegen sehen wir hier zwischen diesen beiden Gruppierungen großen Stress. Ist relativ leicht herauszulesen. Ich habe auch vorhin gesagt, wir schauen uns an die Halbsumme Mond, Mars, Mondknoten. Und offensichtlich wird hier versucht, das ist jetzt wieder die alte Interpretation, der Wilde Westen und die Euro-Mitgliedstaaten, 2. und 11. Haus verbunden im 10. Haus, die Euro-Mitgliedstaaten und der Wilde Westen wollen offensichtlich einen Kompromiss finden. Ich habe hier bei Baldur Ebertin gefunden und der Mond-Mars-Mondknoten steht hier: Voraussetzungen für harmonische Gruppenarbeit schaffen wollen, in Gemeinschaftsaufgaben Zufriedenheit, persönliche Erfüllung finden und dann eins weiter unter Merkur-Mars-Pluto steht hier oben, ich hoffe, das kann man lesen, steht hier oben, ja, der Schreibtisch steht da, das ist nicht Pluto, Merkur, Mars, Mondknoten, eins weiter, da haben wir es, verzeihung. Merkur, Mars, Mondknoten, hier steht, seine geistigen Fähigkeiten für Arbeitsgruppen zur Verfügung stellen, vortragen und referieren, Gemeinschaftsleistungen koordinieren. Also das heißt, wir kennen daraus, sie wollen natürlich ja, einen gemeinsamen Weg finden, aber über das gleichzeitig vorhandene Septil, würde ich sagen, wird es ihnen nicht gelingen. Also schwierig. Schwierige Besetzung für unsere Freunde. Unser Mitgefühl ist, glaube ich, in Worten gar nicht zu beschreiben. Wir haben die Venus, wie gesagt, Spiegelpunkt zum Mars, haben wir schon erwähnt. Das heißt hier Probleme, Stadtzipaten, Bevölkerung. Spiegelpunkt Venus zu Neptun, Herrscherin des 8. Hauses. Das heißt, hier haben sie große Probleme, sich noch lange im Sattel zu halten. Dieser Aspekt zeigt uns, dass es wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern wird. Weiter sehen wir einen Spiegelpunkt zu Saturn. Großes Problem mit Handelsverträgen, mit Handelspartnern. Sozusagen auch hier ein Hinweis, dass die Stadtzipaten auch krank sind. Aber wie das der Name Stadtzipat sagt, handelt es sich hier um eine schwere Krankheit, ein sehr kompliziertes, komplexes Krankheitsbild, welches, glaube ich, unheilbar ist. Aber das ist egal, das ist sozusagen so, wie es ist. Wir haben Venus aber auch
als Herrscherin des dritten Hauses. Und hierüber gibt es natürlich auch etwas Wesentliches zu sagen, dass eben hier der Spiegelpunkt zu Neptun bedeutet Wirtschaft in einem starken Auflösungsprozess oder in einem unklaren Transformationsprozess. Weil Neptun steht auch für Unklarheiten, 8. Haus steht für Skorpion. Das heißt, hier haben wir einen Transformationsprozess, 8. Haus, der jetzt noch unklar ist und der noch, wie sagt man, keine klaren Resultate zeigt. Ja? Also es ist noch keine klare Linie erkennbar. Wird aber kommen, wenn das CO2 abgeschafft werden wird, dann werden wir wieder eine neue klare Linie herauslesen können. Wir sehen auch, die Wirtschaft hat deswegen große Probleme, weil es Schwierigkeiten mit Handelspartnern gibt. Das wissen wir, das ist, glaube ich, keine allzu neue Information. Ja, natürlich würde dann auch bedeuten, der Spiegelpunkt zu Mars, dass die Wirtschaft Schwierigkeiten generell mit dem fernen Ausland hat, ja, mit dem fernen Ausland, und die haben offensichtlich auch Probleme, ja, über das Sextil zu Saturn, also das heißt, denen geht es auch nicht viel besser. Ja, abschließend haben wir hier noch den Aszendenten Löwe auf Steinbockgraden. Steinbockgrade gehen von 22 bis 25 Grad, das heißt, eine doppelt majestätische Besetzung, weil Steinbock und Löwe beschreiben jeweils Anfang und Endpunkt des energetischen Hauptstromes. Also das heißt, das Mulhadha-Chakra steht für Steinbock und das Sahasra-Chakra, der tausendblättrige Lotus, steht für Löwe. Und wir haben tatsächlich noch einmal eine Verbindung, weil der Saturn auf Steinbockgraden im Wassermann genau auf der Hauptachse steht. Das heißt, die große Blockade, die große Verhinderung, die nächsten 33 Tage werden sehr schwierig sein, weil Saturn blockiert und bremst so ziemlich alles. Der begleitet uns über die ganze Frist. Die Sonne als Herrscher des Aszendenten im Krebs auf 5 Grad 39 auf Zwillingegraden, allerdings im Halbsextil zur Venus, Herrscherin 10 und 3. Das heißt, wir haben hier einen Überlebenskampf im eigenen Land, sowohl für Wirtschaft, Staatsipaten oder das Land. Das heißt, hier haben wir große, große Probleme. Das heißt, es müssen, weil die nächste, ich weiß nicht, wann die nächste Konjunktion stattfindet. Das ist jetzt, habe ich nicht nachgeschaut. Das kann zwischen Sonne und Venus ganz schön lange dauern. Ja? Deswegen ist es für mich jetzt schwer zu sagen, ist es das letzte Sextil oder das erste Sextil. Ja? Ich rechne eher, dass es das letzte Sextil ist. Das heißt, hier müssen neue Wege gefunden werden, weil die alten Wege für die Wirtschaft, aber auch die alten Wege der Staatsipaten, so wie sie bisher agiert haben in den letzten Jahren, das ist finito, das ist erledigt. Das sagt uns dieser Aspekt ganz lupenrein. Ein Halbsextil ist in seiner Aussage, würde ich sagen, sehr klar. Gut, wir haben hier 9 Planeten oberhalb der Aszendentenachse. Schon wieder wird alles offensichtlich. 1, 2, 3, 4, 5 Planeten im 4. Quadranten. Es tut sich was, aber auch 1, 2, 3, 4 Planeten im Wissensquadranten mit Saturn an der Spitze. Das heißt, jetzt kommt die Sache ins Rollen. Also das heißt, Saturn nimmt jetzt die Wahrheitsfindung sehr, sehr ernst. Also das heißt, es tut sich wirklich etwas in den nächsten 33 Tagen. Wir können, glaube ich, entspannt sein. Wir können auch erfreut sein. Natürlich wird das ein Prozess sein, der auch schwierig ist. Also das war, glaube ich, außer Frage. Ich habe nie irgendwas versprochen, dass ich sage, ja, es wird alles besser und großartiger. Nein, ich habe gesagt, es wird eine ordentliche Durststrecke werden und viele werden leider, das habe ich auch gesagt, viele werden es nicht ertragen können. Viele werden leider über Bord gehen. Das haben wir, glaube ich, mehrmals, glaube ich, besprochen. Also das ist diesbezüglich
waren wir relativ klar. Die gestrige Tagesfrage hat gelautet: Die Ereignisse der letzten Jahre, besonders seit 2008 bis 2015, waren oft nicht leicht zu ertragen. Das Wechselbad der Gefühle hat den meisten schwer zugesetzt. Frage: Wie fühlst du dich jetzt, beziehungsweise in welcher Energie stehst du jetzt oder steckst du jetzt? 36% und 40%, zwei große Blöcke, fast gleich groß, ja? Also fast schon ein Kopf an Kopf rennen. 36% bin eher nachdenklich, abwartend, mal sehen, wie es weitergeht. Verstehe ich? Ich meine, nach dem, was uns alles geliefert wurde, welche Stickeln uns gespielt wurden, ja, kann man wirklich mal abwarten und Tee trinken. 7%. Mir setzt das alles schwer zu, ich bin ziemlich wütend. Kann ich nachvollziehen, geht mir auch öfter so. Ich muss ehrlich sagen, geht mir auch öfter so. Du kannst mir glauben, ich würde gerne andere Worte wählen. Das kannst du mir wirklich glauben, aber so ist es besser. So ist es besser. 40%. Ich fühle mich großartig, da das System des Bösen endlich endet. Sehr gut, wunderbar. Das heißt, wir haben hier Zuversicht und Optimismus. Ich würde sagen, es ist schwer optimistisch zu sein, gebe ich ganz offen zu, ja, weil man hat das Gefühl, eine Niederlage nach der anderen einzustecken. Aber ihr könnt mir glauben, die Wahrheit ist eine ganz andere. In Wahrheit, ja, ist von denen schon ein Großteil nur noch ein heulendes Elend, weil sie genau wissen, was auf sie zukommen wird. 4%. Ich leide unter Depressionen, die Ungewissheit belastet mich. Kann ich mir vorstellen, ist nachvollziehbar. In den Familien haben sich Tragödien abgespielt. In Partnerschaften, in Freundschaften, es war sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwer. Und alles vorsätzlich, sie haben alles vorsätzlich gemacht. Sie haben immer gesagt, na ja, ja, volles Genossen, der böse Erreger. Eure Maßnahmen waren das Problem, nicht der Erreger. 13%. Ich befinde mich im Kriegsmodus. Rechne mit dem Schlimmsten. Ja, sehr professionell, sehr gut, sehr kriegerisch, sehr schamanisch, weil letztendlich ist diese Einstellung auch sehr stark. Das heißt, ich halte mich aus den ganzen Emotionen raus, der Blick ist fest und konzentriert und ich schaue, wie es kommt. Aber ich weiß, Kriegsmodus. Jan und René schreiben, es gibt nur eine Richtung, die wir eigentlich hier eingeschlagen haben und welche uns weiterbringt. Selber denken, alles hinterfragen, neugierig bleiben und immer Vertrauen in uns selbst haben. Richtig, absolut richtig. Ja. Die Jördis schreibt, ich fühle mich in einer gemischten Energie aus Abwarten, Hoffnung, Freude, aber auch etwas Angst und Ungewissheit. Naja, du hast recht, das Alte ist weg, das Neue ist noch nicht da. Das ist so wie in der Pubertät. Man ist kein Kind mehr, aber eben noch kein Erwachsener. Schauen wir, was rauskommt, aber schauen wir aktiv, weil wir wollen ja unser positives, kosmisches, liebevolles, neues Zeitalter, welches auf bescheidenen Konsum, aber Wohlstand für alle aufbaut. Wir brauchen nicht einzelne Milliardäre, die hunderte Milliarden besitzen, ganze Länder besitzen und dann ihre Spiele inszenieren, wo sie gewisse Industriezweige fördern. Braucht man nicht. Wir wollen bescheidenen Wohlstand für alle, aber dass wir glücklich zusammenleben. Ja? Nur einfach glücklich und zufrieden. Ich glaube, niemand kann sich auch einen Ansatz, weil sie vorstellen, was uns erwartet. Naja, ich glaube, kann man das schon vorstellen. Die Gesine schreibt, was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, geht nicht verloren. Richtig, ja, richtig. Die Beatrix schreibt, ich bin im Modus selbstbestimmend, nichts anderes zählt für mich und das mache ich allen klar, die mit mir Kontakt haben. Richtig, richtig, genau das. Selbstbestimmung. Wir sind das Volk, ganz genau. Roswitha fühlt sich großartig, sie lässt sich nicht beeinflussen, sie geht ihren Weg und macht nur noch, was ihr gut tut. Ausgezeichnet. Und ich habe beim Günther, der Günther hat hier einen sehr interessanten Beitrag geschrieben. Ah ja, ja, die Karin hat auch sehr interessant geschrieben. Dann höre ich gleich auf, ich möchte nur die zwei Beiträge noch nehmen. Die Karin hat geschrieben, hat eine Vision. Als wir in der Abbiegespur einrollten, sah ich mit offenen Augen, dass kein einziges Geschäft geöffnet hatte, die Auslagen verschmutzt, Gras auf den Gehsteigen wuchs und auch das Dach bereits von einigen Pflanzen Besitz genommen hat. Kein einziges Fenster war zerschlagen, jedoch auch keine Waren vorhanden. Die Stadt fühlte sich leer und kahl an. Ein Freund von mir, der Ralf, hat mir vor über 30 Jahren so eine Vision erzählt. Er hat gesagt, da ist er bei der Badnerbahn, das war Übergang Wiener Neudorf, ist er gestanden und auf einmal hat er eine Vision gehabt. Ja? Er hat dieselbe Stelle gesehen. Die Schienen verrostet,
den Schranken hat es nicht mehr gegeben, die Häuser waren zugewuchert. Er hat gesagt, sein ganz klarer Eindruck war, hier lebt niemand mehr. Das ist unbewohnt. Ja? Ganz interessant. Ganz interessant. Der Günther hat geschrieben, und zwar hier eine Vision, ja, Vision von einer Zeltstadt auf bäuerlichem Boden, weil die Menschen nicht mehr ihre Miete zahlen konnten. Na, das sehen wir doch in den USA, wenn du dich erinnerst an die Subprime-Crisis, oder? Wie viele Leute haben dann in Zeltstädten auf der Straße gelebt, ja? Oder die Zeltstädte waren an der Straße. Auf der einen Seite haben die Leute gewohnt und auf der anderen waren sie auf der Straße. Ja? Also sehr interessant. Sehr interessant, sehr interessant. Gut, das wollte ich nur sagen. Großartige Kommentare wieder. Wunderbar, hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. Und ja, schließen. Wieso schließen? Habe ich das? Na, da muss ich hier. Ich habe es von der Speicherkarte. Na, dann nehmen wir es halt. Dann nehmen wir es halt von der Konserve. Auch kein Problem. Heute bitte 19.50 Uhr. Wir bleiben dran. Wir visualisieren Harmonie, Frieden, Kooperation, die Leute verstehen sich miteinander, die Menschen sind sozusagen zufrieden. Ja? Ganz wichtige Bilder. Und für uns wichtig, Frieden im Osten. Warum und wieso, auf welcher Basis, ob das ein Friedensvertrag ist, das interessiert mich nicht. Ja? Entscheidend ist, dass wir dort Frieden schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass die Leute wieder an den Verhandlungstisch kehren, auch wenn das von Führenden kategorisch ausgeschlossen wird. Aber ich würde sagen, wir sollen nichts ausschließen, weil mentales Arbeiten bedeutet ja, eine Realität zu erschaffen. Ja? Immer bedenken. Ein Computer ist nicht auf einem Baum gewachsen. Oder ein Handy oder ein, ich weiß nicht, eine Uhr oder egal was es ist. Jede Erfindung wurde zuerst mit Gedanken immer stärker und stärker verdichtet. Weiter, weiter, weiter verdichtet, bis sich diese Gedanken dann in die Realität, in die Materie erfüllt haben. Alles hat einen Bauplan. Wir Menschen haben einen Traumkörper. Das ist unser Bauplan, unser sogenannter, du kannst es auch sagen, die menschliche Gestalt. Ja? Das sind die Baupläne und nach diesen Bauplänen läuft hier einfach alles. Ja? Das ist der Punkt, dass alles, was stofflich ist, auch hier, diese Pflanzen wurden von Deva, also Deva ist ja der Bauplan, wurde von höheren Wesenheiten sozusagen konstruiert, designt. Ja? Diese Pflanzen sind nicht aus dem Nichts gekommen. Die wurden von höheren Wesenheiten erschaffen, dann wurde eine Art Mentalmatrize geschaffen und in diese Mentalmatrize wachsen diese Pflanzen hinein. Und genau das können wir auch mit unserem Visualisieren bewirken. Das regelmäßige Visualisieren bewirkt eine Art Netz. Wir spinnen ein feines Netz an Energie. Und in dieses Netz erfüllt sich dann die Realität mit Atomen und Molekülen hinein und das wird dann verdichtet. Das ist die Macht des Visualisierens. In dem Sinne, einen großartigen Sonntag. Bitte wieder in die Natur rausgehen oder schwimmen gehen. Heute kann es heiß werden. Dein Astrowolf. Ende.